Anker geschmissen, Motor aus, hingestellt und nu angeln. Also legen wir los, packen uns hier unsere Spinning-Route, im Idealfall eine, die auch noch irgendwelche Pluswerte auf die Gummifischmontagen hat. Und dann nehmen wir heute mal hier unser Texas-Rig, Blei da drauf, Glasperle da drauf, dann kommt noch ein schöner fetter Haken da dran und ich würde sagen, gib ihm, was machen wir drauf? Wir könnten hier mit Maggot mal testen, ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal rein, zack, ab ins Wasser, Bremse ein bisschen lockerer, Einholgeschwindigkeit ein bisschen höher, was haben wir? Wir haben 7,8 Kilo Vorfach, ja, könnte doch gehen. Ja, und dann geht es schon los. Einfach mal wieder schön testen hier auf Saiblinge, beziehungsweise getestet haben wir erst gestern Abend noch schön hier gestanden und rumprobiert. Und es war ganz gut. Es war ganz gut. Und ballert auch hier direkt wieder rein. 3 Umdrehungen gemacht. Sehr schön, so soll das sein. So, ich kann wieder ein bisschen lauter machen. Der Motor ist ja grausam hier, so laut. Aber damit geht's doch. Ja, so soll das sein hier. Bisschen kurbeln und zack, ballern die Fischis rein. Guck mal da, Alter. Schöner Bachsaibling, 1,4 Kilo. Der schmeckt doch schon. Es läuft gerade wirklich gut hier am Ladogasee. Für Bachsaibling, Ludogasaibling, maybe Klotzsaibling, wenn man ihn schon, wenn man ihn findet, mit den richtigen Köderfarben, mit der richtigen Kombi. Und zwar hier ganz entspannt gegenüber vom Leuchtturm läuft es gerade richtig gut. Ich hatte gestern, wie gesagt, auch viel rumgetestet. Gerade meine Lieblingseinstellungen sind so ungefähr 30er Einholgeschwindigkeit. Und dann eine Umdrehung, manchmal vielleicht auch sogar nur eine halbe Umdrehung. Und dann aber auch relativ schnelles Durchgejigge, gar nicht so lange Pausen machen. Und das hat gestern richtig gut funktioniert. Was uns aufgefallen ist, wir hatten, wie gesagt, mit 3 Leuten standen wir hier und haben ein bisschen rumgetestet, dass es tatsächlich, dass die Saiblinge sehr heftig reinballern irgendwie. Ob die stärker geworden sind, habt ihr auch den Eindruck? Dass die irgendwie mehr Power bekommen haben. Das heißt, wenn dieser Einschlag kommt sozusagen, wenn der Saibling beißt, dass es dann richtig reinballert. Ich teste nochmal direkt anders. Geilste Kombi war gestern, glaube ich, wie war denn das? Ich glaube mit dem Quicker, genau. Orangene Perle, grüner Quicker. Bisschen weiter raus. Jetzt gucken wir mal auf der Map. Wir sind ja jetzt hier gerade in dem Bereich. Also quasi hier, wir treiben vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Wie ist der Wind? Ah ja, gut, der Wind kommt von vorne. Das ist doch ganz praktisch. Also hier in diesem Bereich, vielleicht hier so diese Area dann abjiggen. Und dann mit den verschiedensten Montagen vielleicht auch nochmal rumprobieren. Das werde ich gleich nochmal testen. Ob es nicht auch einfach funktioniert ohne die Glasperlen. Das heißt vielleicht sogar mit der einfachen Jig-Montage. Ist doch auch durchaus möglich, dass das funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass dann da vielleicht eher noch irgendwelche Quappen reingehen. Maybe einen Wels ist natürlich auch da immer ein bisschen die Gefahr, dass da was reingeht, was ein bisschen zu dick ist. Und deswegen müssen wir halt gucken, ja, dass wir diese, die wir halt nicht wollen, so ein bisschen umgehen. Und was halt wichtig ist, ne, immer die Farben testen. Ne? Das ist halt das A und O. Also im Idealfall sagt man ja immer diese, die zack. Und noch dran. Das meine ich. Heftiger Einstieg. Balken eskaliert. Und dann ist es aber doch gar nicht so ein riesendicker Fisch. Das meine ich. Krass. Guck mal hier. 500 Grammer. Und geht so hart rein. Krass, krass, krass. Ja, das ist heftig. Kohlemäßig. Also gestern Abend, das gute Stündchen war wirklich okay. Das war wirklich okay. Ging schon so in Richtung, na ich sag mal 400 plus.
Ich hatte dann noch zum Ende hier ein bisschen geschleppt, denn auch hier am Ladoga kann man ja mittlerweile Ladoga-Lachs fangen. Und da habe ich dann tatsächlich beim Zurückfahren hier halt noch so ein bisschen geschleppt und es sind auch noch ein paar Lachse reingegangen. Auch ein atlantischer Lachs ist hier noch reingegangen mit 10 Kilo plus und das ballert natürlich kohlemäßig immer noch schön rein, so dass ich dann am Ende kurz vor 500 Silber war. Dann waren es allerdings auch schon ein bisschen mehr als eine Stunde. Aber es war ganz geil. Also es hat sich wirklich gelohnt. Und es waren, wie gesagt, viele Saiblinge eben dabei. Alles so im Kilo-Plus-Bereich. 1,5, 1,2. Ein paar mit 2 Kilo. Und einige, ich hatte zu einer Uhrzeit dann, ich glaube, 5-mal in Folge den Ludoga-Saibling im Kilo-Plus. Zack, da schon wieder. Guck dir das an, Alter. Im 1,5er Bereich. Also das ballert halt richtig geil rein, so, ne? So, das mögen wir doch. So soll das sein hier. Geht sogar ein bisschen in die Bremse. Sehr, sehr geil. Ich habe heute auch extra hier mein Saiblings-Shirt angezogen, Alten. Plus 5 auf Saibling. Das heißt plus 3 auf der Route für die Montage. Und grundsätzlich schon mal plus 5 nur vom Shirt, Alter. Ehre. Heißt also, die höchstmögliche Chance, hier irgendwelche Trophys zu ziehen. Das wäre doch der Hammer, oder? Wenn das jetzt funktioniert, ey. Krass. Das wäre der Hammer, Alter. Der Link zu den Shirts übrigens unterm Video. Komm mal hier, ey. Alter, der hat aber Bock. Da ist er. Oh, der war umgedreht. Alter, schön auf 2 Kilo. Der Bachsaibling, Alten. Der Lümmel. Nicht schlecht. Schmeckt. Schmeckt, Alten. Bachsaibling. Darf sein. Ist auch übrigens rein färbungstechnisch auch mega geil, ne? Ich finde immer unten hier die Schwanzflossen sehen ja so ein bisschen aus wie immer wie so Speckstreifen. So. Also, mitgenommen. Weiter geht's. Hoppala. Und raus damit. Ich glaube mal, so ganz weit muss man gar nicht. So, ich ziehe noch mal ein bisschen ein. Das war mir jetzt gerade so ein bisschen zu weit. Und absinken lassen. Ja, geiles Ding. Also, so soll das sein. Alter, jetzt war ich gerade schon Führung mit Zwischenstopp auf dem Quicker. Auch eine Möglichkeit. Gleich ballert hier noch aus Versehen so eine Seefo rein, ey. Aber so darf das doch losgehen. So darf das doch losgehen. Schnell hier hingebreddert, die ersten Fischis oder rausgeworfen, direkt getestet. Uhrzeit auch Schiedigall, einfach alle Uhrzeiten einfach hin. Sowieso einfach mal hier das ganze Bootsticket durchprobieren. Und dann eben einfach hier in die Jigführung rein. Ich sitze hier gerade vor, hier wird ja gerade die ganze Zeit angezeigt, Jigführung. Also das sollte man doch schon hinkriegen. Wenn ihr mit der Jigführung irgendwie so ein bisschen auf Kriegsfuß seid, heißt es natürlich auch rumprobieren. Jigführung ist halt so eine Kombination aus, ja, was muss alles stimmen? Also erstmal muss der Untergrund stimmen. Es ist schwierig, wenn der Untergrund mal rauf, mal runter geht und dann irgendwelche Steine da rumliegen, man stößt dann dagegen. Dann fällt man immer mal wieder aus der Jigführung raus. Auch ich bin jetzt gerade rausgefallen aus der Jigführung. Jetzt bin ich wieder drin. Und dann ist es halt wirklich diese eine Drehung und warten. Man sieht so ein bisschen an der Schnur, ne? Die bewegt sich halt. Also auf dem Boden ist es ja so, man zieht den Köder kurz hoch, lässt locker und er sinkt runter auf den Grund. Zieht wieder hoch und geht runter. Also das ist quasi diese Bewegung, die man macht. Wir stehen ja hier an der Schnur, ziehen hoch, lassen locker und er sinkt wieder runter. Ziehen hoch und er sinkt wieder runter. Also diese Bewegung von so einem kränkelnden Fisch, der über den Untergrund oder weiß der Geier was, über den Untergrund hoppelt. Das imitiert man quasi nach. Oder das macht man hier, diese Bewegung macht man. So, absinken lassen, schön auf den Grund. Hier in dem Fall auch einfach so runterhalten, die Rute ist ja tief genug hier. Und dann sieht man das. Also, eine Drehung. Und noch eine Drehung. Und schon steht die Jigführung da. Drehung. Genau, so soll das sein.
Drehung. Und dann kann man das tatsächlich auch variieren mit den Geschwindigkeiten. Also wenn man ganz schnell unterwegs ist, da vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Pause lassen. Ich stand hier auch schon häufig mit einer Einholgeschwindigkeit von 12 oder sowas. Da kann man auch ein bisschen länger die Zeit sich dann so ein bisschen lassen. Das ist halt immer so ein bisschen auch eine Gefühlssache. Irgendwann hat man das raus. Oder man zählt irgendwie anfangs so im Kopf. Eine Sekunde, zwei, drei, zack. Zwei, drei, zack. Oder man macht sich geile Musik an. Bam, bitte, bam, bam, bitte, bam. Bam, bitte, bam. So, Alten. Und dann geht das halt richtig schön rein. Hört sich die ganze Zeit geil rhythmische Musik und dann lübt das auch mit den Saiblinge. Ja, dann natürlich viel, wie gesagt, viel testen. Also, wie gesagt, gestern war es sehr geil mit der Kombi Orange und dieses Grünliche. Oh, zack, da ist er dran. Ich würde mal testen, also wie gesagt, grundsätzlich Komplementärfarben, sagt man ja, ne? Ein Klotz-Saibling. Aber viel zu klein, Alter. Ein Klotz-Saibling, super Trophy incoming. Komplementärfarbe heißt also, komplementär vom Blau, richtig, gelb. Und man muss halt, ne, immer so gegensätzlich, gegensätzliche Farben sind es. Das ist halt das Ideal. Manche können wir halt hier schlecht komplementär abbilden, aber ich sag mal so grob in die Richtung gehend. Ich kann mal die Kombi machen. Und dann eigentlich auch einfach testen. Manchmal funktioniert auch rot-rot. Oder lila-rot. Gerade auch bei dem Ludoga-Saibling hat das auch schon mal ganz gut geklappt. Oder blau-blau oder weiß-blau für den Klotz hat auch schon mal häufig funktioniert. Oder rot-schwarz, sowas. So richtig krasse Kontraste. Da habt ihr halt einen schwarzen Gummifisch da dran und eine weiße Perle, eine knallgelbe, eine rote Perle, irgendwie sowas. Funktioniert halt auch. So, nochmal ein bisschen hier rumzuppeln. Und das ist es eigentlich, ne? Es ist eigentlich mit so einer der entspanntesten Methoden. Was aber wichtig ist für die Frequenz, da man ja hier nur mit einer Route steht, theoretisch muss jeder Wurf liefern. Und wenn ihr eine Köder-Kombi habt, die funktioniert, Köder-Farbkombi zieht durch, solange es funktioniert. Wenn, also theoretisch ist das... Also man kann hier, wenn man wie gesagt diese funktionierende Kombi hat, man kann hier echt ganz gut Silber machen. Aber es kann schon mal eben dauern, bis man diese Kombi raus hat. Das heißt, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Auch natürlich hier, wenn ihr hier hinbrettert, immer ein, zwei Tickets mehr mitnehmen. Nicht nur für den Notfall, falls man mal irgendwie was Dickes dran hat und einen langen Drill hat, sondern einfach eben auch zum Testen. Einfach mal hier so ein bisschen Zeit einplanen. Bisschen länger testen. Ja. Irgendwas stimmt jetzt hier übrigens bei mir nicht. Ist schon das zweite Mal passiert, dass ich jetzt hier aus der Jig-Führung rausgekommen bin. Ich vermute, irgendwo hier auf dieser Bahn, die ich gerade werfe, ist irgendwo ein Stein. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal eben ein paar Meter weiter nach hinten. Das ist mir jetzt gerade hier ein bisschen zu sackgängig. Zack, Anker, Motor wieder aus. So, jetzt sind wir hier in dem Bereich. Und ich nehme auch nochmal einen anderen Köder. Den hatten wir jetzt hier zuletzt. Alter, mit solchen Fischis habe ich ja auch schon ewig nicht mehr rumhantiert, ne? Das wäre natürlich auch mal witzig, ey. Die selbstgemachten, klar. Aber hier, Ette. Ist auch so grünlich. Mache ich auch nochmal grünlich-orange. Gucken wir mal, ob der hier irgendwas liefert. Und das ist es einfach, dieses Testen, ne? Ausprobieren, testen. Einfach probieren. Was soll denn passieren? Super Trophy ballert rein, aus Versehen? Das wäre ja ärgerlich, ey. So, ihr seht jetzt die Schnur, zack, runter auf den Grund. Und jetzt kommt die Bewegung, zack. Eine Drehung. Jig-Führung ist schon da. Zack, eine Bewegung. Und Bewegung, Pause.
Ja, und so lübt das jetzt. Ganz entspannt durchziehen, nicht ablenken lassen. Das ist halt das A und O, dass man schön konzentriert eigentlich dabei ist, dass man das dann durchzieht. Immer wieder diese eine Kurbel, diese eine Umdrehung, die Pause. Und wie gesagt, man sieht es halt so ein bisschen auch an der Schnur, wie sie halt runter sinkt. Zack. Und dann zack. Das ist eine ganz kleine Bewegung nur, ne? Wenn ihr Schwierigkeiten halt damit habt, übrigens auch bei anderen Montagearten, das zählt jetzt natürlich speziell hier für Kickback, Texas Rig und Carolina Rig, die sind halt übelst fein. Kickback zum Beispiel oder auch mal die Jig-Montage könnte schon so ein bisschen grobmotorischer unterwegs sein. Das heißt, wenn ihr noch nicht so weit seid und ihr habt eine andere Basis Gummimontage, Jig-Montage drin, dann, oha, der ist aber lütt. Dann kann es eben auch durchaus sein, dass ihr da mal mit einer etwas dickeren Umdrehung rangeht. Ich teste einfach mal jetzt hier wild diese Kombis mit Grün und Orange, ne? Also wirklich wild. Beziehungsweise wir machen hier einfach mal vor Spaß Kickback-Rig rein. Dropshot-Blei ist das dann in dem Fall. 17er. Und ich hau hier nochmal das grüne Dingen ran. Wobei, das ist natürlich jetzt ein blöder Vergleich, ne? Ne, dann nehme ich jetzt nochmal den. Weil hier wusste ich, auf den Köder hat es gebissen. Auf die Montageart weiß ich jetzt aber nicht. Das heißt, das müssen wir jetzt einmal so testen. Sonst muss ich es halt auf die... So. Jetzt haben wir Kickback-Rig. 30 passt, glaube ich. Aber es könnte sein, dass ich jetzt mit einer Umdrehung nicht in die Führung komme. So, erstmal eben drehen. Jetzt sind wir gleich auf dem Grund. Gucken. Erste Drehung. Doch, Jig-Führung ist sofort da. Einholgeschwindigkeit 30 passt jetzt hier in dem Fall. Auch mit dem Köder. Also, das funzt. Auch das. Ja, geht sogar ganz gut. Einfach auf Kickback. Auch eine Möglichkeit, ne? Einfach die ganzen Montagen durchtesten. So. Und so ähnlich und so weiter. So sieht das jetzt bei mir hier demnächst noch weiter aus. Das heißt, ich werde weiter rumtesten. Ich hätte euch ja gerne Trophy gezeigt, ne? Aber das wäre vielleicht auch übertrieben, ey. Petri, ihr Lümmels, würde ich sagen. Zieht raus die Brocken, testet doch auch mal. Und gerne auch unten reinschreiben, welche Köderkombi, welche Farben bei euch gut funktioniert haben. Wäre halt geil, auch für alle anderen, die gerade das Video schauen. Gerne auch den Kanal abonnieren, hilft wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder auf Twitch im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. Petri.